Mein Name ist Jens und das ist mein kleiner Lader. Herzlich willkommen zu My Next Level Adventures. Der kleine Lader Wim und ich sind gerade unterwegs auf dem Landweg von Armenien nach Deutschland. Wir genießen unseren Roadtrip und das Beste daran ist, die Reise hat gerade erst begonnen. Lass uns gemeinsam die folgenden Länder wie Armenien, Georgien und die dann noch auf der Reiseroute liegen, erkunden. Abonnier den Kanal oder folge uns im Internet. Let's start the Next Level Adventures. Ich bin gerade in Kutaisi gestartet. Das ist jetzt noch die Stadtausfahrt sozusagen. Für mich geht es heute weiter für zwei Nächte nach Matavili zum Canyon und auch noch einen Wasserfall besuchen. Das ist auf alle Fälle mein Ziel. Und ja, das Besondere an diesem Okatse Nationalpark oder wie auch immer das sein mag, ist, dass es eine Aussichtsplattform gibt und man läuft auch irgendwie zu dieser Aussichtsplattform auf so ganz bestimmten Wegen oder Gittern und man kann nach unten gucken. Also es soll wohl ein bisschen spektakulär sein. Ich bin mal gespannt, inwieweit das Ganze so funktionieren mag. Und ja, jetzt kämpfe ich mich gerade noch ein bisschen durch die Stadt durch. Geht zwar immer irgendwie erstmal die nächsten 24 Kilometer geradeaus, aber ja, jetzt wird es ein bisschen weniger. Aber so ist es. Vorhin hat es geschüttet wie Hund oder auch ja, fast die halbe Nacht. Ich habe jetzt mal auf den Regenradar geguckt und habe dann einfach gewartet noch. Und ja, jetzt scheint erstmal wieder die Sonne bis heute Abend um 5 oder so und dann soll es wieder anfangen zu regnen. Aber jetzt genieße ich erstmal meine Fahrt, vor allen Dingen halt ohne Regen. Ja, ich habe jetzt eben eingecheckt in den Backpacker. Muss ganz ehrlich sagen, war ein bisschen überrascht, denn es war eher eine, war gefühlt wie eine Baustelle ist der Backpacker. Also eine Nacht hätte ich auf alle Fälle da bleiben. Ich hatte jetzt erstmal zwei gebucht. Muss ich gerade mal aufpassen, wo ich hindrehe. Ja, und ich gucke es mir einfach mal an. Die Wege jetzt, das was ich mir angucken wollte, sind relativ kurz. Morgen soll das Wetter irgendwie schlecht werden, das heißt nur regnen. Oder fast nur regnen. Ich werde mal schauen, vielleicht fahre ich jetzt auch noch gleich zu dem anderen Canyon, was ich eigentlich morgen machen wollte. Aber das liegt wirklich alles so nah beieinander, dass man die zwei Sachen machen kann. Es gibt ja auch viele Tagestouren. Ich muss mal gerade gucken, weil es ist glatt hier und ich habe nicht die richtigen Schuhe irgendwie an. Ja, und es gibt Tagestouren von Kutaisi aus, kann man eigentlich auch buchen. Ich glaube auch, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn man einfach nur mal hierher kommt und wieder zurückkommt. Aber jetzt stehe ich schon an diesem Abahensi Wasserfall und der ist jetzt dort. Das ist eigentlich relativ nah. Vorne gibt es noch ein Restaurant, kann man irgendwie da was essen, was trinken. Aber das ist jetzt der Wasserfall, den ich mir ansehen wollte. Er ist nicht schlecht, da kommt ganz schön viel Wasser runter. Schauen wir uns nochmal an.
jetzt bin ich von dem Wasserfall doch ins Auto gesprungen und fahre zu diesem anderen Canyon noch mit dieser Aussichtsplattform. Und ich denke mir einfach, ja, das ist wahrscheinlich dann doch die bessere Entscheidung. Wer weiß, wie das Wetter morgen ist. Ich kann das nicht einschätzen. An der Wettervorhersage steht jetzt über 85% Regen und ja, dann macht natürlich das Laufen auch nicht unbedingt den Spaß. Also werde ich jetzt doch da noch hingehen. Und wenn es wirklich morgen so regnen sollte, werde ich dann doch mein Glück probieren und im Regen nach Batumi fahren. Und werden wir heute Abend checken, ob meine Unterkunft schon einen Tag vorher frei ist, dass ich da dann schon einchecken kann, will ich mal hoffen. Aber so viel ist ja jetzt auch nicht los in Georgien. Ich hoffe einfach, dass das klappen wird. Und ist ja auch unter der Woche und nicht am Wochenende, daher werde ich das einfach nachher mal checken. Ansonsten werde ich mir vielleicht halt für eine Nacht eine andere Unterkunft suchen und dann halt umziehen. Ja. Das ist jetzt erstmal der Plan. Und so sieht es jetzt erstmal aus. Also man kann das auf alle Fälle alles an einem Tag machen, so wie das ausschaut. Gehe ich davon echt aus. Deswegen bieten die das auch an in Kota Yesi. Da wäre vielleicht sogar eine coolere Entscheidung gewesen, wenn man es vorher wüsste oder gewusst hätte, vielleicht einfach sich in irgendein Auto zu setzen und einfach hierher gefahren werden zu den Punkten. Ja, da muss man selber nicht fahren, hat solche riesen Schlaglöcher hier nicht auf der Straße und ist vielleicht ein bisschen entspannter auch, ich weiß es nicht. Aber egal, ich bin jetzt hier. Soweit macht das Fahren auch Spaß. Wim ist gut drauf, hoffentlich bleibt er auch so. Und bin gespannt, was jetzt diese Aussichtsplattform ist. Denn irgendwie loben sie die ja alle irgendeiner Form. Ja, also, schauen wir mal. Am Parkplatz angekommen, stellte ich Wim ab und ging in den Visitor Center rein, um mir ein Ticket für den Canyon zu kaufen. An der kleinen Kasse zahlte ich 17 GL 25, das sind 6 Euro, und erhielt ein Ticket. Das Ticket musste ich erst am Eingang zum Canyon vorzeigen, also gut einpacken. Somit konnte es losgehen mit der kleinen Wanderung. Also seit dem Besucherzentrum von vorne, wo man den Eintritt bezahlt, geht es einen wunderschönen kleinen Weg. Jetzt geht es gerade ein bisschen steil nach ab. Man sieht ihn ja im Hintergrund. Die ganze Zeit ist der Weg so gepflastert. Das heißt, man kann ihn super einfach laufen und ist überhaupt gar kein Problem. Ausgeschildert muss auch nicht viel werden. Ganz am Anfang stand ein Schild 2,2 Kilometer. Ich bin mal gespannt, wie viel es sein wird, denn ich trecke den Weg und schaue einfach mal, wie weit es dann vom Ausgangspunkt, dem Besucherzentrum, bis wieder zum Besucherzentrum ist. Das werde ich dann am Ende einfach mal sehen, kann ich euch das auch sagen. Also der Weg ist angenehm zu laufen, einfach, man braucht auch keine großen Wanderschuhe und ich glaube, den schafft wirklich jeder. So, ich bin jetzt am Eingang angekommen. Ich habe mal geguckt, es sind genau 2,4 Kilometer vom Visitor Center. Und jetzt geht's rein in den Canyon über die Stufen. Und ich bin mal gespannt, wie viele es sein werden. Ich habe es nicht gezählt jetzt, aber vielleicht kann man es nachlesen.
am Ende angekommen. Und zwar laufe ich schon zur Aussichtsplattform. Ich drehe mich mal. Ja, da sieht man es. Da laufen wir jetzt hin. Und da ist natürlich die Aussicht bestimmt am besten. Weil ich sehe da schon schöne Wasserfälle unten. Da auch. Ich drehe mal nach unten. Ja, so sieht das aus. Jetzt gibt es hier noch ein paar schöne Bilder. Ja, und das war es jetzt hier von der Aussichtsplattform von dem Canyon. Jetzt geht es raus zum Exit und dann laufe ich zurück praktisch da, wo das Auto steht, zum Visitor Center. Und ja, dann geht es in die Unterkunft, würde ich sagen. War auf alle Fälle ein ganz netter Besuch hier im Canyon. Vor allen Dingen finde ich es auch gut gemacht, dass man so an der Seite langlaufen kann. Es ist was zu sehen und ja, ich glaube, für die 6-7 Euro Eintritt ist es auch wert, hierher zu kommen. Also ich fand es ganz nett und ja, auf alle Fälle eine schöne Sache. Ja, jetzt war ich unten am Canyon. Hinter mir ist das Besucherzentrum. Von dort aus habe ich mal den Weg getrackt. Das waren genau hin und zurück mit dem Canyon zusammen 6,51 Kilometer. Das heißt, gut machbar. Ich glaube, ich habe so ein bisschen über 2 Stunden gebraucht. Also man sollte 2 bis 3 Stunden einfach einberechnen. Und dann passt das schon. Ja, ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon mal gesagt habe, hier vorne. Die Jungs, die jetzt hinter mir jetzt auftauchen, das sind so Taxifahrer, die wollen vom Parkplatz aus 100 Lari haben. Das sind so, ich glaube, 36 Euro, die dich praktisch dorthin bringen und wieder zurück. Wenn man dort ist, bieten sie es einem für 50 Lari ungefähr an. Ja, das sind dann immer noch 18 Euro für eine Strecke, wo man eine Stunde läuft. Ja, laufen war es hinwärts total einfach, weil es die meiste Zeit bergab geht. Zurück ist natürlich dann ein bisschen schwerer, weil es einfach bergauf geht. Bin ein bisschen in Schützen gekommen, aber das ist alles okay. Jetzt bin ich wieder bei Wim. Jetzt werde ich mir erstmal ein Wasser aus dem Kofferraum gönnen. Und dann werde ich Mittagessen gehen. Auf dem Weg hierher habe ich gesehen, da gibt es irgendwo Forelle direkt, bevor hier die Serpentinen anfangen. Und ich denke mir mal, so eine Forelle, das wäre jetzt schon was. Was erwartet dich in der Folge 13? Es geht für Wim und mich ans Schwarze Meer. Batumi ist unser letztes Ziel in Georgien, bevor es weiter auf unserer Route in die Türkei gehen soll. Auf der Fahrt geht mir viel durch den Kopf und kurz vor Batumi mache ich noch die erste Bekanntschaft mit der Polizei. Ich würde mich freuen, wenn dir diese Episode gefallen hat. Lass ein Like da und abonniere den Kanal und um keine Folge zu verpassen, drück einfach auf die Glocke.